Na, ihr Lieben, gefällt euch, was ihr da sehen könnt? Ihr seht richtig, ihr Lieben, Kirby's Dreamland, denn was gibt's Schöneres zu hören, als dass die kleine süße rosa Knutschkugel heute 25 Jahre alt wird? Ja, ihr Lieben, so alt ist der gute alte Kirby schon. Unglaublich, aber ich glaube, ich werde heute mal den Chat weglassen. Deswegen, sorry Leute, heute mache ich mal die Chatbox weg, weil das passt leider mit dem Hintergrund nicht so ganz. Aber ich danke erstmal fürs Hosting, mein lieber Basti. Und nochmal vielen herzlichen Dank für den Capture 3DS. Und ja, ihr Lieben, hier ist es, Kirby's Dreamland. Ich hoffe, ihr habt Bock auf dieses Spiel. Weil, wie gesagt, die kleine Knutschkugel gehört ja neben Yoshi zu einem meiner absoluten Lieblingscharakteren. Und allein deswegen schon dachte ich mir, Happy Birthday, kleiner Kirby. Und das muss natürlich auch gefeiert werden. Na, wie sieht's aus? Habt ihr das Spiel damals gespielt oder nicht? Ich muss sagen, es war bei mir ewig her. Wirklich ewig, ihr Lieben. Ich weiß gar nicht, wann ich es sogar das letzte Mal durchgezockt habe. Ich glaube, das muss im Teenie-Alter gewesen sein. Aber jetzt sind wir hier, ihr Lieben. Jetzt sind wir hier mit der kleinen süßen rosa Knutschkugel. Ist es nicht geil? So, noch ein ganz kurz in meine Fenster zurechtschieben und dann geht's auch sofort los. Wollt euch nun nicht allzu lange warten lassen. So, wie gesagt, ganz spontan entschieden, dass ich das jetzt mache. Du, keine Ahnung, Scarlett. Wie gesagt, lang war es her. So, Mikro sollte auch soweit sein. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Stage 1, Green Greens. Hoffentlich kann ich das Spiel noch. Hi! Ja, ey. Köstlich. Köstlich, komm her. Stimmt, hier gab es die Fähigkeiten, glaube ich, noch gar nicht. Aber egal, es ist immer noch ein saugeiles Spiel. Wie gesagt, ein hammergeiles Game. Ich habe das als Kind so rauf und runter gesuchtet. Guck mal, was gibt's da? Okay, Medizin. Ja, ihr Lieben, ein Klassiker, den man einfach gespielt haben muss. Wie gesagt, als Kirby-Fan darf dieses Spiel natürlich nicht fehlen. Ah, es ist so geil, es ist immer noch so cool wie früher. Komm her. Komm her. Ja, Kirby ist genauso gefräßig wie Yoshi. Er produziert zwar keine Eier, aber kann dafür die Fähigkeiten übernehmen. Normalerweise jedenfalls. Was? Ein Gegner all you can eat. Ja, genau, all you can eat, genau. Ey, das mit den Bomben überlass mal mir hier. Komm her. Ah, friss! So. Weg mit dir. Ach, Leute, dieses Spiel, das weckt so viele Kindheitserinnerungen. Das weckt so viele Kindheitserinnerungen. Und ich liebe die Musik, Leute. Wirklich, die stimmt einen so happy. Ja, ich weiß genau, worauf du anspielst, mein Lieber. Aber die Frage ist tatsächlich berechtigt. So, friss. Tschüss. Ba, ba, ba. Was haben wir da? Nö. Okay, offenbar haben wir was vergessen, wenn wir was... Wie, kann ich nicht zurück? Hier ist ja doof. Okay. Hallöchen, Crazy Loop. Willkommen im Stream, meine Liebe. Setz dich hin, schau zu und futter so viel Obst, wie du futtern kannst. Dasselbe gilt natürlich für euch alle. Ja, ich habe mal gedacht, ganz spontan packe ich jetzt nochmal Kirby's Dreamland aus und zock ein Ründchen für euch. Und da ich ja gerade weiß, dass ich damit beim guten Retro-Basti punkten kann, weil er hat mir nämlich einen großen Gefallen getan. Und ein kleines Dankeschön darf natürlich nicht fehlen, und da er ja auch so ein großer Kirby-Fan geworden ist, unter anderem wegen mir. Ja, habe ich mir gedacht, als Belohnung kriegt er dafür diesen kleinen Mini-Stream. Ob ich danach noch weiter streame, wenn das Spiel durch ist, mal gucken. Vielleicht machen wir dann einfach was anderes. Aber ich habe mir gedacht, zum 25-jährigen Jubiläum passt es doch perfekt. So, Leute, erster Bossfight. Es erster Bossfight. Lololo wartet schon auf uns, oder wie auch immer der nochmal hieß. Ich wusste auch mal die Namen. Hi! Hi! Au, das tut weh! Sei doch nicht so gemein zu mir! Äpfel! Hi! Hi! Und nochmal! Aber er will offenbar noch nicht sofort. Der braucht noch ein bisschen.
Du, Basti, du hast mir einen riesengroßen Gefallen getan, ja? Das hast du dir verdient. Find dich mit ab, diskutier nicht. Ganz einfach. Hi! Und ich hatte total Bock auf das Spiel gerade. So oder so. Und habe ich mir gedacht, warum nicht gleich als Stream für den guten Basti machen? Castle Lololo. Okay, gut, dann ist das wohl ein anderer gewesen. Okay. Der hat mich gehauen. Oh ja. Oh ja. Einmal singen. Ja, die Leute rennen auch weg, wenn sie mich singen hören. Das darf ich euch sagen. Ein Disco-Buhu. Wo gehe ich jetzt lang? Gehe ich oben oder unten? Ich gehe erstmal oben gucken. Au, blödes Vieh. Weg mit dir. Das ist leider Gottes auch zum Beispiel ein Spiel, was ich nicht als Let's Play machen würde. Aus dem ganz einfachen Grund, dafür ist es einfach, ups, zu kurz. Es ist wirklich zu kurz und für einen einzigen Part ein Let's Play zu machen, wäre ja irgendwo schade. Ich meine, ich kann es ja gerne nochmal irgendwann machen, definitiv. Aber ich dachte mir, als kleines Mini-Spontan-Livestream-Projekt taugt das doch auch was. Was ist denn hier los? Kopierst du die Mario Brothers? Ja, Easter Eggs, wohin man sieht, ihr Lieben. Hi. Komm her. Weg mit dir. Kriege ich hier noch irgendwo Leben oder so? Genau. Disco Buhu, Klingelingeling. Gucken wir mal da. Oh, Wasserabschnitt, okay. Hi. So, vorsichtig abtauchen. Nicht treffen lassen. Blöp, 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 blöp. Ja, Kirby kann sogar schwimmen. Unglaublich. Unglaublich. Blöp, blöp, blöp. Du mir ein Paket schicken? Na, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ein Paket von Scarlett. Das Ding ist, du musst dazu wissen, ich habe das Teil, was ich von dem guten Basti bekommen habe, gekauft. Ich habe jetzt nämlich endlich einen Capture 3DS und ich freue mich wahnsinnig drauf, auch irgendwann für euch dann die 3DS-Spiele zu Let's Playen, ihr Lieben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Weg mit euch! So, ab auf den Warp-Stern und wuhu, los geht's! Friss! Ja, ihr Lieben, habt ihr eigentlich schon mitbekommen, im eShop für den 3DS gibt es ja schon ein ganz neues Kirby, nämlich Kirby's Blowout Blast. Habe ich mir jetzt endlich gegönnt und ich kann euch sagen, Leute, das Spiel ist wirklich lustig. Macht Spaß. Verzieh dich. Hi. Chris. Da ist er platt. Weg. Komm her, friss! Ach, ist er nicht süß? Ja, so wie bei mir Planet Robobot, weil das fehlt mir ja noch. Das muss ich unbedingt noch meiner Sammlung zufügen. Na, aber Triple Deluxe kann ich dir wirklich empfehlen. Ich besitze das Spiel ja selber und ich kann dir sagen, das Spiel ist nice. Muss ich übrigens mal zu Ende spielen, bin ich noch nicht allzu weit gekommen. Hab mir, glaube ich, die ersten drei Welten jetzt nur angeguckt. So, geht's lang. Weg mit dir. Ja, Leute. Wer von euch ist denn so ein Kirby-Fan? Abgesehen jetzt von mir und Basti. Bei uns beiden weiß ich das ja. Hi. Friss. Schade, von hinten kann ich den hier also nicht krallen. Alles klar. Hi. Ach, der Gengar-Fan ist auch ein Kirby-Fan. Scheiße, das war blöd gelaufen. Nein, ganz kurz mal auf den Chat gucken. Was? Ach, Bastianio! Moin, moin! Da hat wohl jemand den Facebook-Eintrag gelesen. Du bist doof. Weg mit dir! Hi! Hi! Tja, da hat's ihn zerrissen! Und unsere kleine Knutschkugel danst erstmal eine Runde ab. Ba, 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 ba.
Und nun gehen wir... Was? Nee, über Discord. Ah, gut zu wissen. Einen kleinen Moment. Einen glitzekleinen Moment, ihr Lieben. Ich sehe dich hier nicht. Ich sehe dich gerade nicht. Machen wir später, Bastianio, würde ich sagen. Jetzt würde ich erstmal sagen, wir zocken erstmal eine Runde weiter, ne? Wie gesagt, Kirby, ihr Lieben. Ja, die kleine rosa Knutschkugel muss man einfach gern haben. Also wer Kirby nicht mag, ne, der hat ja definitiv was verpasst. Los, komm, ich hab Hunger. Hi. Okay, dann eben nicht. Weg mit dir. Platsch, platsch, platsch. Guck mal, jetzt haben wir uns aufgeblasen und nun können wir ganz wundervoll hier einfach chillig bleiben. Ja, das war aber keine gute Idee. Okay. Hi. Halt die Klappe. Ein Bämmchen. Wow, das hat gesessen. Sag mal, findet ihr nicht auch, dass das hier irgendwie aus Mario Brothers 1-3 erinnert? Ich habe wirklich immer gedacht, das haben sie aus Mario geklaut und das haben sie garantiert. Ach ja, Leute, dieses Spiel verbinde ich mit so viel Kindheitserinnerung. Da war schon meine Liebe zu Kirby geboren. Hi. Vor allem ist, ganz ehrlich, also wer Kirby echt nicht mag, der hat echt was verpasst. Also der hat wirklich was verpasst. Es ist wirklich eine selten geile Spielreihe, die man einfach gezockt haben muss. Muss ich immer an rosa Zuckerwatte denken? kein Problem, Basti. Bastianio, schicke ich dir nach dem Stream. Alles kein Problem. Hab so lange noch ein bisschen Geduld. So, was ist da? Hi! Okay, Energie kriege ich auch noch. Wie nett. Toll. Stimmt ja, die Gegner spawnen ja immer wieder zurück. Boah, mit dieser Schluck auf, ihr Lieben. So, du schmeckst nicht. Hi. So, vorsichtig. Oha, Stacheln. Aufpassen, das könnte schmerzhaft werden. Plapp, 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 plapp. Hallo, Mr. Goomba. Hi. So, nein. Okay, das war eine dumme Idee. Ja, das stimmt. Das ist auch eine Besonderheit von Kirby, die ich auch einfach total feiere. In den Gameboy-Teilen ist das leider nicht der Fall. Da hat er das leider nicht. Aber nichtsdestotrotz ist Kirby ein hammergeiles Spiel. Ein hammergeiles Spiel, Alter. Mach das nicht nochmal. Hey! Muss ich wohl mal kurz warten? Mehr. Weg da! Tja, aber Kirby ist sogar der perfekte Staubsauger. Ihr wollt gar nicht wissen, was ich damals für Staubsaugerwitze mit Kirby immer gemacht habe. Guck mal, Sternwasser. Blub, blub, blub. Ja, Mr. Goomba, das waren noch Zeiten, ne? Da waren wir noch alle so jung, hübsch, unschuldig. Heute sind wir nur noch unten. Komm her, ich will dich essen. Hab's. Oh, flutsch und weg ist er. So, nicht zu weit runterfallen lassen. Das könnte sonst schmerzhaft für uns werden. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank für dein Follow, mein Lieber. Vielen Dank fürs Follow, Bastianio. Ja, Mr. Goomba, wir wissen ja nicht, was du so getrieben hast. Also, ich war als Kind noch ganz lieb, brav und unschuldig. Naja, meistens jedenfalls. Ach ja, stimmt, das Curry. Stimmt. Hey! Mach Platz! Weg! Tschüss! Was ist da drin? Gibt's da was umsonst? What up? Und Energie, das finde ich gut. Ich soll eigentlich ein ganz netter gewesen sein. Meistens jedenfalls. Ein bisschen zickig manchmal, aber ansonsten. Hey!
Hey, hör mal auf, hier auf mich zu schießen. Warpstern! Und los geht's! Kirby hebt ab! Nichts hält ihn mehr am Boden. Nichts hält ihn am Boden. Na, wo geht's jetzt hin? Ins Wolkenwunderland? Oder wie sehe ich das hier? Haps. Ah, ein weiterer Bock. Ah, der Zeppelin hier. Unser nächster Gegner. Irgendwie erinnert mich das Ding total an die Disco-Kugel auf Doom aus meinem Kirby's Adventure Let's Play. Wer es gesehen hat, weiß ja, was ich meine. Du bist eine böse Disco-Kugel, geh weg. Na okay, du bist ja in dem Fall keine Disco-Kugel. Boah, Alter, schön den Geschossen ausweichen. Da ist er platt! So, und auf geht's. In die Wolkenwelt. Juhu! Alles ist hier flauschig und weiß und, ja, himmlisch. Nö, jo, ist nichts versteckt. Okay, sah gerade so aus. Oh, Moment. Hier kann man ganz schnell den Boden, den festen Boden, mit dem Tor verwechseln. Zu spät. Zu spät. Nee, stimmt. Fähigkeiten gab es hier damals wirklich noch nicht. Hi. Geh weg. Vorsichtig. Nicht zu weit. Oh, Alter, Kirby, mach mir hier keine Schande. Weg mit dir. Na, auf euch Mistviecher falle ich nicht rein. Ich weiß, dass ich euch nicht einsaugen darf. Explodiert nämlich... Wow. Ey, mal ein bisschen Rücksicht hier. Über diese Sonntagsflieger hier. Ich wollte sagen, wag es nicht abzustürzen. Hi. Fress. Ach, Leute. Ich sag ja, Kirby, eines der geilsten Spiele, das ich als Kind je gespielt habe. Ganz besonders gern habe ich immer Kirby's Dream Course gespielt, falls ihr das kennt. Dieses, Ich glaube, das war so eine Art Golfspiel. Das war immer ganz witzig gewesen mit Freunden. Boah, nix wie weg. Alter! Werd mal nicht aufmüpfig hier. Werd mal nicht aufmüpfig hier. Hey. So, wirst gefressen. Und ebenfalls. Gegner am Spieß. Ja, da habe ich den Fehler gemacht. Der geht jetzt auf mich los, aber Gott sei Dank nur kurzzeitig. Nein. Scheiße, zu spät. Du, das hat mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht, Basti. Und konntest das wahrscheinlich nur nicht richtig. Hey! So. Aber es war cool. Also war mal was anderes. War auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas gespielt habe. Und ich muss sagen, ich habe es als Kind immer geliebt gehabt, es zu spielen. So, vorsichtig, weg da! Aber Kirby's Dream Course fand ich persönlich immer ganz geil. Aber wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das Spiel toll findet. Ist eben halt typisch mein Problem. Niemand mag meine Spiele. Hey. So, du bist gefressen. Was? Ich kann Satans gerade ohne Ende, weil ich einfach... Ach, Scarlett, dich darf man auch wirklich keine 2 Sekunden aus den Augen lassen, ne? Typisch. Typisch. Geh weg. Dich mag keine Sau. Ah, jetzt habe ich wieder versucht, den zu fressen. Schön drüber wegflattern. Hey! Ach ja, genau. Du kamst ja auch noch. Dich habe ich ja... Geh weg! Ich mag dich nicht! Du bist doof. Und du gehst mir gerade tierisch auf den Sack. Das her. Friss. Also wenn ich weiterhin so mache, bin ich gleich tot. Hi. So. PK, mein Freund. Willkommen im Stream, mein Lieber. Setz dich hin, schau zu und futter so viel, wie du futtern kannst. Na? Auch Bock, Kirbys Geburtstag zu feiern?
Die Maxi-Tomate, genau das können wir jetzt gebrauchen. Vorsichtig. Scheiße. So viel zum Thema vorsichtig. Oh Gott, du arme Sau. Aber solange es hält, ist doch alles super. Freut mich, dass du jetzt eine Lösung gefunden hast. Deine kleinen süßen Stubentiger. Hi, hi, hi. Was gibt's hier? Geh weg. Au. Sei doch nicht immer gleich so grob. So, kaputt, kaputt, weg da! Ach scheiße, stimmt, die Sterne tun einem ja auch weh. So, jetzt geh durch hier. So Leute, nächster Bosskampf. Ich selber habe keine Katzen, aber meine Mutter. Ich gebe dann einmal den Yoshi, den Liam, den Garfield und nicht zu vergessen, unser Louis. Louis ist auch immer derjenige, der meine Mutter beim Stream gucken behindert und ja, manchmal auch gerne auf der Tastatur rumläuft. Ach genau, du bist dieser eklige Gegner, ne? Genau. Ich geh weg. Du bist böse, Chris. Klatsche ich jetzt weg? Vorausgesetzt, er klatscht nicht bis dahin nicht weg. Nein! Verdammt. Da hat er mich ausgetrickst. Friss. Jetzt geh doch mal weg da, du nervst. Alter! Und da hat er mich gekillt. Wie gesagt, das war jetzt nur ein ganz kurzer Mini-Stream. Als Dankeschön für den kleinen Basti, der mir einen ganz großen Gefallen getan hat. Und dann mal schauen, was ich mache. Weil allzu lange kann ich heute auch nicht streamen, weil ich muss morgen wieder sehr früh raus. Sogar früher als sonst. Sonst mal gucken, vielleicht spiele ich da noch eine Runde Mario Kart oder so. Keine Ahnung, mal schauen. Je nachdem, wie spät es wird. Hi. Riss. Schön ausweichen. Schön ausweichen. Nein. Hey. Riss. So, jetzt dürftest du aber mal so langsam sterben gehen. So. Sag mich doch. So langsam dürftest du sterben gehen. Oh, nee, ne? Ah, ja, es ist ärgerlich mit deinem Balkon, dass du das nicht so machen kannst, wie du das vorhattest. Wie, das war's schon? Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass Kirby's Dream Land ja so kurz war. Das war ja so kurz. Das ist ja doof. Ach stimmt, Moment mal, war das nicht die Kacke, wo ich gegen alle Bosse nochmal antreten durfte? Genau, da war was. Genau, Princess DDD. So, vorsichtig. Vorsichtig, nicht runterplumpsen. Okay. Nice. Was, zum Glück habe ich die extrem festgeladen. Ja, Gott sei Dank, mein Lieber. Gott sei Dank. So. Autsch. Das war nicht so gut. So, friss. Los, gib mir Äpfel. Hi. 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 Na komm, ein Apfel doch. Und tschüss. Da heult er, das Bäumchen. Nee, leider bisher noch nicht. Leider bisher noch nicht. Meine Mutter gibt aber die Hoffnung nicht auf, dass es immer noch was wird, aber sieht schlecht aus. Autsch. Wie gesagt, ich hoffe ja jeden Tag, dass meine Mutter mir die gute Nachricht überbringen kann. Dass er wieder angefunden wurde. Nein, nein, nein! So ein Shit.
Ja, wen sagst du das? So eine Heulsuse und das als Baum, ne? Und das als Bäumchen. Zum Glück ist der Mogelbasti nicht so ein Schummel, nicht so ein Heulbäumchen. Ich wollte sagen, muss ich mich da jetzt ernsthaft runterfallen lassen? Wie fies. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es tut meine Mama auch, weil es ist nämlich einer ihrer Lieblinge gewesen. So, weg ist er. Weg. Tschüss. Absolute Konzentration, ne? Hi. Stirb! Los! Verreck! Alter, du bist aber rabiat. Verreck! Los! Geh unter! So. So, ich würde sagen, gehen wir erstmal zu ihm hier. So, bei ganz kurz auf den Chat gucken. Ja, unglaublich, ne? Immer dieser Kirby hier. Aber darum mögen wir unsere kleine rosa Knutsch. Ich wurde umgebracht von einem Fledermäuschen. Und ich bin Game Over! Ich bin so schlecht. Hoffentlich darf ich das Level nochmal machen, nicht, dass ich jetzt erst alles wieder von vorne machen muss. Na, okay, gut. Die Gegner gehen ja noch. Wow. Aufpassen, Drake. Bloß kein Scheiß bauen. Ja, genau. Wenigstens diesmal nicht in Double Speed. Diesmal habe ich drauf geachtet. Die Äpfel, ich hab Hunger! Scheiße. Der Treffer ging ja mal voll daneben. So, friss! Und friss! Komm her, kriegst gleich noch einen. Immer her mit dem Obst. Hi! Guten Abend, Lilly! Willkommen im Stream! Bestimmt ein Verwandter. Bestimmt. Toll. Wunderbar. Gleich den ersten. Zweiten Treffer kassiert. Haps, haps, haps. So, vorsichtig. Nicht zu nah an die Stacheln kommen. Wobei von der Hitbox her kann ich ja froh sein. Normalerweise hätten die mich ja treffen müssen. Weg mit dir. Mit dir! So, oh, wow, 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 vorsichtig! Es wird eklig hier! Weg mit dir! Dich mag doch keiner! Ja, das hört sich gut an. Also, wie gesagt, bei mir sieht es soweit ganz gut aus, dass ich um 20:30 frei bin. Na? Also wenn da jetzt nicht irgendwas Weltbewegendes dazukommt, na, also dazwischen kommt, sollte ich ebenfalls da sein, mein lieber Basti. Ernsthaft jetzt? Blödes Vieh. Ach, der Jack ist auch wieder da. Willkommen. Es gab ja auch in den letzten Tagen keine Streams. Hatte ich weder Lust noch Zeit gehabt, wenn ich ehrlich bin. Es war so warm, Leute. Ich hatte keine Lust, was aufzunehmen oder sonst was. Deswegen fiel ja auch schon der Zelda-Part von Mittwoch aus, weil ich hatte null Bock aufzunehmen. Das hole ich nämlich jetzt alles am Wochenende nämlich nach. Friss. Hi. Genau. Scheiße, funktioniert also nicht. Ah, ich muss den anders erwischen. Nein! Okay. Immerhin kein Treffer kassiert. Toll, dafür mache ich erstmal alles kaputt. So, mal ganz kurz gucken. Da. Weil ihr schreckt ja gerade ein bisschen. Na. Hab meinen Kumpel gestern
Okay. Ja, bei uns nicht mehr. Bei uns war heute Morgen Weltuntergang. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich sag mal so, dass wir hier oben noch nicht abgesoffen sind, ist eigentlich alles. Warte eigentlich nur noch drauf die Meldung, dass wir Sturmflut kriegen. Blödes Vieh. Ich mag diesen Gegner nicht. Ich mag den nicht. Verpiss dich. So. Mit einem einzigen kann man es ja aushalten, aber mit zwei. Tschüss. Da ist er platt. So, ihr Lieben. Einen letzten gibt's ja noch. Oh, ist das nicht schön? Sonne, Mond und Sterne, den Basti hab ich gerne. Natürlich mag ich alle meine Yoshis, ne? Das dürft ihr nicht vergessen, ich mag euch alle. Super, mit den paar Leben soll ich es jetzt mit dieser komischen Disco-Kugel hier aufnehmen. Naja, okay, Disco-Kugel in dem Fall. Möchte gern Wolke, Alter, du blödes Vieh, geh mir nicht auf den Keks. Toll, was war das denn gerade für ein Treffer? Das wird gleich mein nächster Tod, Leute. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Hi! Sag mal! Du Gewitterwolke, gib mir gefälligst mal einen Gegner runter. Hi! Alter, die ist aber auch angriffslustig. Na, geht doch. Warum nicht gleich so? Jetzt noch ein. Ja, aufpassen. Mir fällt gerade ein, dass ich den DDD-Kampf gar nicht mehr im Kopf hatte, wie der funktionierte. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Hi! Ganz toll. Oha, Leute, der nächste Treffer killt mich. Mal gucken, ob wir es soweit schaffen. Du lebst ja immer noch. So. Naja, tu mich auch, Basti. Als ob der mich jetzt getroffen hat. Naja, wenigstens starte ich jetzt mit voller Energie. Hat ja auch was Positives. Blödes Vieh. Vergiss es. Ich schmeck ganz, ganz furchtbar. Hey. Ist. Na, 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 daneben. Hey. Hey. Oh, scheiße, der kann ja auch nach oben. Ringfrei für König DDD oder König Nickerchen, wie er ja eigentlich heißen sollte. Das kannst du mal vergessen. Ich schmeck ganz, ganz furchtbar. Vertrau mir. Tja. Edge, daneben. Ich will ihm nur nicht zu nahe kommen. Friss. Hi. Nein! Spuck mich aus, ich schmeck nicht. Hi. Ja, so ist brav. Friss. So, Leute, ein Treffer noch, dann ist DDD Geschichte. Hi. So, weg mit dir. Und da ist er weg. Und da ist das Spiel auch schon vorbei. Ja, Leute, das Spiel ist wirklich sehr, sehr kurz. Aber trotzdem ein wunderschönes Spiel. Ein wunderschönes Spiel. Trotzdem finde ich das scheiße, dass es so kurz ist. Ja, Leute, die Credits hätte ich dieses Mal laufen lassen, nicht wie bei Banjo-Kazooie. Ihr könnt euch ja noch daran erinnern. Ach ja, Kirby, du kleine süße Knutschkugel. Wie gesagt, ihr Lieben, 25 Jahre ist unsere kleine Knutschkugel heute geworden.
Unglaublich, ist aber wirklich so. Na, was heißt, na, kein wirklicher Speedrun. Das ist einfach nur Spiel durch und fertig. Wie gesagt, das ist mein kleines Dankeschön an den guten Retro-Basti. Von ihm habe ich nämlich heute, vor ein paar Tagen, oder besser gesagt am Montag, meinen Capture 3DS nämlich bekommen und ich konnte ihn jetzt heute endlich ausprobieren. Nochmal, wie gesagt, Basti, vielen herzlichen Dank dafür. Diesen kleinen Mini-Stream, den widme ich speziell dir. Vielen herzlichen Dank. Du weißt wofür, ne? Du bist mir sehr entgegengekommen, preislich, und danke, 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 danke. Was? Du träumst von einem Dreamland? Ja, warum auch nicht, ne? War das gestern? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Woche ist so schnell an mir vorbeigezogen, mein Lieber, dass ich schon gar keine Ahnung mehr habe, welcher Tag heute eigentlich wäre. Tja, und das war's schon. Bye, bye. Hi. Ja, ihr Lieben, wenn ihr wollt, zocke ich gleich nochmal... was? Aha, aha, Moment. Ein extra Game? Ist es doch noch nicht vorbei? Ja? Achso, ich sollte auch die dritte Taste dazu drücken. Okay, irgendwie will das gerade hier nicht funktionieren. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle den Stream aus. Und dann komme ich gleich nochmal für ein Ründchen Mario Kart für euch online. Also gebt mir kurz 5 Minuten und dann bis gleich.